Moin, hi Leute, hier aus Asien. Grüße euch, es ist wieder morgens, keine Ahnung wie viel Uhr. Es ist auf jeden Fall, es scheint Winter zu werden. Es sind nur 2 oder 33 Grad. Aber egal. So, nun möchte ich mehr zur Mantis G loswerden. Und zwar geht es um die Kamerastabilisierung. Dafür habe ich gestern ein paar kurze Rundflüge gestartet. Und die werde ich jetzt unbearbeitet und ungeschnitten zusammenstellen und euch dann zur Verfügung stellen. So könnt ihr euch euer eigenes Bild machen über die Kamerastabilisierung bzw. die Qualität. Es ist stellenweise sehr böig. Ja, hier ist die meiste Zeit ein relativ starker Wind. Sagen kann ich, dass es sehr gut steht im Wind, dass er wirklich mit fast jeder Situation fertig wird. Das habe ich ja in Deutschland schon gesehen. Da war ein wirklich stürmischer Tag. Also die Drohne selbst ist quasi überlegen. Also das ist schon okay. Sie steht gut, sie hält Position gut. Mit der Höhe, also das ist die Höhe halten, da hat sie in niedrigen Höhen etwas Schwierigkeiten. Also sie neigt dann heftig zum Schwanken. Das ist aber nicht tragisch, also das ist korrigierbar. Wenn ich in der Höhe von 1 Meter, 2 Meter, dann ist es möglich, dass es einen halben Meter absinkt oder aufsteigt. Und das ist nicht so schön, ist aber im normalen Bereich mehr oder weniger. Ansonsten Position hält sich sehr gut, auch bei Böen und bei starkem Wind. Also das ist wirklich okay. Und über die Kamerastabilisierung könnt ihr euch jetzt hier ein Bild machen. Also viel Spaß dann damit und bis die nächsten Tage. Ja, wir wollen nicht immer schlecht über die Mantis G reden. Sie hat wirklich gute Seiten und dazu kommen wir bald auch noch. Also bis dann, viel Spaß. Bye.